willkommen zu einer weiteren Folge von Die Siedler 4. Ich begrüße euch. Wir haben in der letzten Folge uns weiter verteidigt. Es geht so irgendwie hin und her. Wir versuchen jetzt so ein bisschen die Gärtner vom dunklen Volk hier so ein bisschen einzudämmen. Vielleicht lassen wir die hier gleich einfach so ein bisschen durchlaufen. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich mich hier jetzt postieren soll. Die laufen jetzt erstmal wieder weg. Das ist schön. Das Türmchen wird jetzt auch gleich fertig, hoffe ich. Das wird auch ganz nice. Und Momentchen mal. Da geht schon wieder was ab. Na, klasse, ey. Da kommen sie schon wieder. Ja, die wollen natürlich schon wieder richtig Ärger machen hier, ne? Ja, klar, die schnappen sich schon mal direkt wieder alle Leute, die sie irgendwie kriegen können. Das ist wieder typisch, ey. Das ist Wahnsinn. Was geht denn hier ab, ey? Okay, die kloppen sich aber auch. Also eigentlich müsste ich ein paar Leute noch hier in der Hinterhand behalten. Die sich dann darum kümmern, dass hier ja, ordentlich aufgeräumt wird. Ja, ich weiß es nicht. Ach, die gehen ja aber tatsächlich einfach alle vorbei, ne? Die stören sich auf dem Rückweg, stören sie sich dann nicht so großartig daran. Okay, hier kommen die Leute raus und werden einfach direkt abtransportiert. Es ist ja schön. Halt, oder auch nicht. Oder auch nicht so schön. Oh, 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 Moment, 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 Moment. Oh Gott, was ist das denn? Jetzt kommen die an zwei... ja, okay, jetzt muss ich echt so langsam mal echt was machen. Gut, die gehen voran. Die werden einfach bald nach Hause gehen hier. Ah, verdammt mich, ey. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Das ist natürlich jetzt richtig doof gelaufen. So, schnappt sie euch, die Typen hier. Ich weiß jetzt nicht, wo hier die Schamanen rumorgeln und rumeiern. Aber da wird jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt. So, die gehen jetzt erstmal schön alle wieder baden. Ja, schafft ihr es? Ja, sehr gut, schafft ihr das. Wunderbar. Okay, gut. So, du auch mal einen Schritt zurück nach hinten. Okay, und jetzt wollen sie schon wieder weg hier. Nee, 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 nicht mit mir hier. Komm, das Ding kriegen wir kaputt. Ja, geil. Ist auch geschafft. Okay, gut, das ist erstmal kaputt gegangen. Meine Güte. So, was ist hier los? Keine Ahnung, was hier los ist. Okay, da kommen wieder ein paar weitere Gärtner an. Na gut, schön, dass die hier wieder ankommen. Die werden aber nicht so weit kommen. Das ist gut. So, was ist mit denen hier los? Ach, guck mal. Hä? Ach so, die sind ein paar tatsächlich halt hier hingelaufen. Okay, verstehe. Ja, okay, die sind halt da hingerannt. Das ergibt Sinn. So, die hier werden da nach und nach alle weggefrühstückt. Das finde ich auch gut. Wir müssen gucken, was hier halt mit den Leuten ist hier. Mit diesen Gärtnern, ne? Die hier noch so ein bisschen rumeiern. Die sind so ein Problemchen. So, warte mal, den großen Tempel können wir eigentlich mal abreißen und einen neuen bauen, weil da ja keine Leute mehr rauskommen. Keine Priester. Deswegen schicken wir die einfach mal alle weg. Und machen hier nochmal neue Zauberei. Bum, bum, bum. Hallo, neue Zauberei. Bitteschön. Ja, sehr schön. Das hat ja für alle funktioniert. Wunderbar. So, und hier könnte ich eigentlich dann auch nochmal einen Zauber machen, aber dafür braucht man noch ein bisschen mehr Mana. Okay. Nur ein bisschen mehr. Wobei, Fische? Bei der liegen auch ordentlich Fische rum. Das ist ja schon mal ganz cool. So, was passiert hier? Die ziehen jetzt auch sich wieder zurück. Okay, die gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Guck mal, hier haben wir jetzt mittlerweile eine riesige zweite Streitmacht aufgestellt, ne? Dann machen wir doch mal Folgendes. Das sind jetzt 49. Dann warten wir doch nochmal kurz, bis da noch ein bisschen mehr gekommen ist. Dann würde ich sagen, das sind die 68, ne? Oh, was? Was? Ich höre schon wieder Kampfmusik. Ach so, weil sie sich da kloppen. Okay. So, dann schicken wir hier die Truppe hin. Und hier schicken wir einfach ein paar Leute mit dazu noch. So, die sollen sich damit drum kümmern. Und dann kümmere ich mich darum, dass wir hier unsere Gärtner schnappen. Die gehen dann hier hoch. Und ja, lasst euch bitte nicht von den Typen da platt machen. Das wäre sehr ungeil. So, wenn die dann erstmal weg sind, dann ist das ja ziemlich cool. Dann können wir nämlich in Ruhe uns hier nochmal ein bisschen weiter ausbreiten wieder. Hat schon wieder irgendwas Krawums gemacht? Ich weiß nicht, was hier mal für Gebäude kaputt gehen. Ich weiß auch nicht, warum hier das dunkle Volk nicht mal gegen die Römer kämpft. Das wäre eigentlich auch mal ganz geil.
Ja, die Römer haben halt ein bisschen was platt gemacht irgendwann, ne? So, also, warte mal. Die haben das jetzt erstmal geschafft. Die sind jetzt erstmal hier wieder befreit. Und dann machen wir hier mal wieder alles ein bisschen grün. So. Hier stehen Leute, hier stehen Leute. Wir haben jetzt erstmal unsere Verteidigungsposition hier eingestellt. Damit wir dann alles verteidigen können und alle Leute, die hier irgendwie ankommen, dann halt ein bisschen, ja, hinweg, hinfortwischen. So, dann können wir hier auch schon wieder Häuser abreißen, die ich nicht mehr unbedingt benötige. Können wir hier zum Beispiel sagen, dass wir nochmal eine weitere Sonnenblumenfarm bauen. Dann kriegen wir nämlich nochmal ein bisschen mehr Mana und vor allem auch ein bisschen schneller Mana. Wäre ja gar nicht so verkehrt, ne? Bauen wir eine hier. Ja, und die andere hier. Ja, ist, denke ich, schon. Ist schon okay, funktioniert so. Dann brauchen wir noch eine weitere Ölpresse und einen weiteren kleinen Tempel, den wir dann hier hinknallen. Wunderbar. So, da geht es ein bisschen ab. Okay, die laufen aber echt einfach so da durch, ne? Die wollen nicht kämpfen. Gut, umso besser. Umso besser. Dann soll das so sein. Okay, wir kriegen Waffen, wir kriegen Gold. Wo wird hier noch gekämpft? Wo? Wo? Diese Kampfmusik macht mich immer ein bisschen kürre. Oh, hier oben, guck mal, da oben gibt es auch noch Gold. Da können wir uns eigentlich auch noch mal ein bisschen hin fortarbeiten. Ich meine, warum nicht, ne? Kohle, Gold und so weiter, das sind alles Sachen, die wir früher oder später noch benötigen. So, wie sieht's aus mit unseren Bauarbeiten? Ja, wir haben nicht so wahnsinnig viele. Da können wir auch nochmal 5 Hämmer reinschmeißen. Und ich mache auch schon gleich wieder 10 weitere Gärtner. So, warte mal. Der Kollege hier, der kann jetzt tatsächlich sich hier ein bisschen weiter drum kümmern. So, und hier ist ja alles gut, ne? Ach, die Steine sind einfach zerplatzt, oder wie? Boah, das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Okay, hier laufen einfach nur die Typen rum. Ich glaube, da wird auch echt bald nichts mehr sein. Frage ist halt, wann kommt das nächste Mal so ein Manacopter angeflogen wieder? Das kann ja im Prinzip alle Nase lang passieren. So, und die Mayas, die sind so ein bisschen auf dem Weg, sich nach Süden weiter fortzuarbeiten. Das heißt, die müssten doch eigentlich so langsam mal das Gebiet vom dunklen Volk erreichen, oder? Die Wikinger, die machen nichts mehr. Die stehen da nur rum. Die haben sich jetzt gedacht, nö. Mehr brauchen wir nicht. Passt schon. So, hier, da, Eisen. Hier können wir ein bisschen mehr Eisen hin machen. Holzfäller findet kein Holz mehr. Steinbruch findet keine Steine mehr. Vielleicht finden wir irgendwo anders nochmal was. Das wäre ja eine Möglichkeit. So, was passiert hier? Ah, guck mal, da kommen jetzt einige Leute hier. Okay, da kommen Schamanen auch mit. So, da müssen wir die Schamanen natürlich direkt niederprügeln. Bevor die irgendwie großartig Unheil anrichten. Da reichen aber so 4 Stück, sag ich mal, die sich hier hinstellen. So, und ihr müsst halt hier ordentlich draufballern, ne? War das ein Level 1er da drin? Oh Gott. Das war jetzt natürlich nicht so geil, ne? Okay. Unsere Schwertkämpfer werden da gerade ein bisschen platt gemacht. So, bleibt mal hier. Habe ich nicht eigentlich Schwerter? Habe ich nicht irgendwie gesagt, ich brauche ein paar mehr Schwerter? So, okay. Okay, dann lauf zurück. So. Gut, die kommen jetzt erstmal zu Fuß wieder an, anscheinend. Hier sonst nicht so viel. Ach, hier oben sind die ganzen Schwertkämpfer. Ja, okay, das ergibt dann natürlich auch irgendwo Sinn, ne? Das klingt dann natürlich logisch. So, die werden hier gerade richtig schön geplättet. Oder wie? Na, den möchte ich bitte hier zum Arzt schicken. Danke. Und die hauen schon alle ab. Okay, verzieht euch. Gut, sehr schön. Habt ihr sehr gut gemacht, muss ich sagen. Muss ich sagen, lief super. So, was ist hier? Da müssen wir gleich auch nochmal wieder zaubern. Da brauchen wir gleich wieder ein neues Brot. Ansonsten ist das eigentlich alles okay hier.
Ich meine, wir haben genug Gold. Wir bräuchten halt ein paar mehr Goldschmelzen wieder, würde ich sagen. Wir haben 10 Stück. Da geht noch was. Und wir haben 282 Siedler. Wir brauchen auch noch ein paar weitere Wohnhäuser. Die können ja nie schaden. Guckt mal, hier haben wir jetzt richtig viel Platz. Ah, hier können wir jetzt richtig schön Wohnhäuser spammen. Oder halt andere Gebäude, je nachdem, was wir halt so brauchen. Da gibt es schon... Ach, verdammt, mein Gärtner ist jetzt natürlich rausgeflogen. Warum kriege ich eigentlich hier immer irgendwelche Infos, dass hier irgendwelche Leute spielen? Makronix. So, warte mal, dann machen wir auch Folgendes. So, ihr geht da mal rein und du gehst mal zur Heilung, bitte. Fände ich sehr charmant, wenn der sich mal ein bisschen aufhübschen würde. Damit er wieder volle Energie hat. Gibt es hier denn einen Schwertkämpfer? Ist hier irgendwo ein Schwertkämpfer? Nö, ne? Keine Schwertkämpfer weit und breit. Da ist einer. Hier, nehmen wir den. Der geht da mal rein. Ja, so, also wir sind dabei, uns jetzt so langsam von der Truppenstärke Morbus und dem anderen dunklen Volk anzunähern. Und hoffentlich sind wir auch wirklich bald so weit fortgeschritten, dass wir in die Offensive gehen können. An sich würde ich sagen, alles was wir jetzt an Soldaten rausbringen... Ja gut, ich weiß, ihr findet nichts mehr hier. Ja, das wird schwierig. Oh, warte, was ist mit dem Stein da? Mit dem Stein hier. Den kriegt ihr nicht. Das ist aber ungünstig. Haben wir eigentlich überhaupt irgendwo noch Stein? Ja, hier, guck mal, wir haben hier oben Stein. Da haben wir einen Steinberg. Können wir Steine rausholen. Okay, hier oben haben wir auch noch ein bisschen was. Das ist schön. Da können wir uns hier richtig schön nach oben arbeiten. Schön nach Norden gehen. Und dann vielleicht da oben nochmal ein bisschen Gold erschließen. Ansonsten sind wir mit denen hier eigentlich ganz gut dabei. Werden wir angegriffen? Nö, werden wir noch nicht. Alles gut. Alles gut. Manakopter sind auch erstmal größtenteils zerstört. Passiert erstmal nicht mehr so viel. So. Jetzt können wir zaubern. Wunderbar. Zack, bitteschön. Klavons. Na gut. Die hier erwischt es nie so richtig, ne? Ja, die sollen mal alle wieder ein bisschen was fördern. Ist immer die Frage, wie viel da wirklich noch rauskommt an Kohle dann. Okay, wie viele Leute haben wir jetzt hier? Das ist jetzt so eine wichtige Frage. 85. Wir müssen aber unsere Kampfkraft noch ein bisschen stärken, ehrlich gesagt. Ich würde gerne noch ein paar Zielgebäude bauen, aber welche, die nicht so viele Steine kosten. Da gibt es auch nicht so viele, ne? Ah, dann machen wir einfach ein Zielgebäude-Set voll. Ne? So. Machen wir einfach einmal das ganze Set. Irgendwie hier so, dass es schön aussieht. Im schönen Torbogen, mitten bei den anderen Torbögen. Nee, dann wenn schon hier so. Die haben wir noch nicht hier. Dann haben wir die Vase noch nicht. Die muss hier auch irgendwo hin. Das schöne Astrolabium. Klar, darf auch nicht fehlen. Und diese komische andere Vase hier. irgendwelche komischen umgestürzten Steinsäulen und dann hier natürlich wunderbar der Bogen. Was auch immer das für ein toller Bogen ist, den stellen wir hier neben den Tempel. Ist jetzt ein bisschen unsinnig, weil da könnte, sobald wir den Tempel abreißen, könnte das ja Probleme geben. Aber nein, insgesamt sieht das doch ganz gut aus. So. Okay, die schaufeln schön. Was mit denen? Die ziehen wieder von dannen. Okay, gut. Macht ihr mal. Habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn die das machen. So, die können sich hier mit in die Mitte begeben. Ach, guck mal, jetzt wird hier aber richtig schön. Ah, der kann jetzt hier sogar echt noch Steine hacken. Geil, der kommt da dran. Oh, das finde ich aber gut. Der kommt da anscheinend echt dran. Und was mit dem Stein hier? Kommt da auch jemand dran? Ja, der kommt da dran. Okay, gut. Und der, ich weiß nicht, warum der den nicht hier weghauen kann. Schade. Schade, Schokolade. Aber kriegen wir irgendwann hin. Jetzt ist halt der nächste Schritt dann wirklich, sich so langsam aber sicher
ja, erstmal zu gucken, wann halt die Mayas echt dann beim dunklen Volk ankommen. Oder ob die Römer noch ein Stückchen weiter reingehen. Ich glaube, die Römer machen nicht mehr viel. Haben die eigentlich jetzt schon mittlerweile irgendwelche Truppen besiegt? Naja, nicht wirklich viel, ne? Nicht wirklich viel. Okay. So, da fehlt eine Spitzhacke. Aha. Das ist auch interessant. Dann brauchen wir mal wieder eine Spitzhacke. So, hier ist aber echt viel Platz. Hier ist echt viel Platz. Und es kommt irgendwie auch... Toi, 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 kein Manakopter mehr im Moment. Okay, so, da müssen wir jetzt hier ein bisschen gegendrücken. Hier ein bisschen den Typen hier niederprügeln. So, alle Mann drauf da. Ihr zieht euch so ein bisschen zurück, bitte. Und dann könnt ihr wieder draufballern. Sehr gut. So, sehr schön. Ja, wunderbar. Läuft doch. Läuft doch wunderbar. So, hier drücken wir jetzt auch direkt vorne gegen, damit hier überhaupt niemand durchkommt. Einfach direkt. Die hier lassen wir sie durchlaufen, das ist okay. Okay. Oh, oh, der kriegt auf die Nase. Der würde gleich wahrscheinlich weg sein. Ja, der ist jetzt weg. Okay, aber hier können wir jetzt richtig schön gegendrücken. Weil die hier mitten auf der Engstelle stehen. Das heißt, die können nicht wirklich gut drauf schießen auf uns. Und wir können dafür aber umso besser hier die Position halten. Und das läuft echt gerade gar nicht so schlecht. So, muss natürlich schauen, dass wir Nachschub haben genügend. Ja, genügend Nachschub, genügend Leute, die noch hier mit nachrücken. Oh ja, die Nahkämpfer, die werden jetzt natürlich richtig böse. Oh, die werden jetzt ein bisschen böse. Die tun weh. Aber geht alles noch. Ist alles noch okay. Wir verlieren so ein paar Leute. Aber das ist nicht viel. Das ist zu verkraften. So. Okay, und das sind halt echt nicht viele Leute, die hier gerade ankommen, ne? Dadurch, dass das dunkle Volk jetzt gerade so in Etappen kommt, tut das echt nicht so richtig weh. So, unsere anderen Leutchen können jetzt auch langsam wieder arbeiten. Oh, guck mal hier, das ist ja traumhaft. Da kriegen wir ja mal richtig, wieder richtig Steine. Können wir sogar noch alle nutzen. So, das war's hier erstmal. 67 haben wir jetzt noch. 67 Soldaten. Also stehen hier. Das hat gerade gut was gebracht. Das hat gerade einiges gebracht, glaube ich. Also da haben wir gerade echt gut aufgeräumt, möchte ich meinen. So, warte, jetzt ist die Frage, was machen wir hier noch? Hier ist ja auch noch jede Menge Kohle. Können wir nochmal mitnehmen. da warten wir nochmal mit dem Zauber. Da können wir sowieso gerade nicht machen. Ja, Kohle ist so ein Problem, ne? Aber die sind auch alle schon ziemlich ausgereizt, möchte ich meinen. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel Kohle. Ich reiß die alle mal ab. Und dann werden wir hier nochmal einen Geologen hinschicken. Der kann sich das Ganze ja nochmal angucken. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen wird da nicht mehr viel zu holen sein. Schätze ich. So, kriegen wir hier noch einen Turm hin? Geil, perfekto. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt gut. So, wo haben wir einen? Geologen, hier. Du, Kollege, kannst hier mal rüber. Schau dich mal um hier. Ich glaube nicht, dass es da wirklich was gibt. Oh. Was ist denn hier los? Kam schon wieder die nächste Rutsche. Da kam schon wieder die nächste Rutsche. Die nächste Welle angerollt vom dunklen Volke. Oh. Oh. Und vor allem die beiden hier. Die beiden Gärtner. Aber anscheinend hat es keinen von unseren Gärtnern zerlegt. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr. Dann können wir hier hinten auch nochmal weitere Mana-Produktion machen. Die brauchen wir definitiv. Ich habe halt auch echt nicht mehr viel Mana, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem gerade an der ganzen Sache. Dass wir halt insgesamt nicht so die geilsten Voraussetzungen hier haben. Ah, oh, da unten nochmal schön Fischer hinsetzen. Ja, Hammer. Machen wir sofort.
So, also, Mana ist so eine Sache. Und Steine sind vor allem so eine Sache. Ich habe halt auch echt nicht mehr viele Steine. Das ist jetzt echt nicht so geil. Und wenn wir halt nur mit Fisch auf die Steinminen gehen, ist halt auch echt uncool. Dafür bräuchte ich halt noch mehr Fischer. Gut, ich könnte hier oben noch einen Fischer hinbauen, ne? Das geht ja auch immer. Warum nicht? Warte mal, dann baue ich aber erstmal einen Turm hier hin. Ja, genau, erstmal ein Türmchen. Können wir das Gebiet ein bisschen erweitern. Und dann baue ich da einen weiteren Fischer hin. Hier bauen wir auch nochmal einen großen Turm. Ja, das kostet auch nochmal ein bisschen Stein. So, dann können wir hier nochmal große Wohnhäuser abreißen. Ein paar von denen wir jetzt nicht mehr irgendwie wirklich viel benötigen. Bauen natürlich gleich nochmal zwei weitere neue Wohnhäuser. Ja, klar. Und dann beende ich erstmal die Folge. Lief sehr gut. Wir sind ziemlich gut vorangekommen. Irgendwie kommen jetzt auch erstmal keine weiteren Manacopter. Toi, 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 zum Glück. Das finde ich ganz angenehm. Und dann können wir in der nächsten Folge vielleicht mal echt überlegen, so ein bisschen in die Attacke zu gehen. Ah, auch wenn ich jetzt Wohnhäuser abgerissen habe, haben wir wieder schlechtere Kampfkraft. Mal sehen. Unsere Zielobjekte werden bald fertig und dann wird das schon werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao.